Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte irgendwo in Thüringen. Wir arbeiten jetzt ein bisschen weiter. Wir haben noch weiterhin zu ernten. Der Lok fährt auch wieder so schön, ne? Aber die Lok interessiert man nicht. Wir brauchen Drescher. Da haben wir schon mal einen. Hier mal die Außenansicht. Ja, wir haben keinen. Nehmen den anderen. Der hat's. Meine Faktor auch alleine normalerweise. Aber wir werden mal sehen, dass wir da jetzt. Kann ein bisschen laut sein. Wir haben Helfer arbeiten. Strophen wir so unter den Preisen, da brauchen wir nichts. Luft, die er rennt. Der Auto wird ein Kreis zurückfahren. Zahlung. Wollen die mich ruinieren? So, ist auch nichts. Zeit. Haben wir auch noch? Und tickt die Zeit. Wollen doch nicht mehr ziehen, ne? Mal schauen, wie er wendet. Der Schwarze, der nicht gerissen wird. Ich denke, wir müssen uns lernen, dass das holt. Ja, gut. Da ist schon ein Gipfel. Was denn ein Scheiß? Wirklich ein Scheiß. Aber gut, das hat gefürchtet. Deswegen bin ich auch beigeblieben. Aber jetzt haben wir noch eine andere Glück gemacht. Nehmen wir auf die Spur und dann geht los. Helfer. Jetzt werden wir kurz den roten entleeren. Mit dem Traktor. Hier lasse ich keinen Kurs mehr fahren. Das lohnt sich nicht mehr. Vielleicht muss man ran.
gerade erst fast voll. Dann wollen wir gleich zurückfahren und dann auch nach denen lassen. Der Schwarze ist fertig. Die war immer besoffen. Sieht ganz gut aus bei den Werten. Schauen wir mal, Fahrzeug raus. Ein bisschen besser. Aber das ist merkens ruhiger, ne? Das können wir ein bisschen lauter machen. So kann es sein. Oh, ich bin auf privaten Grundstück. Mal sehen, wo wir wieder rauskommen hier. Wie ist da oben Zaun? Entschuldigung. Jetzt sind wir richtig. Auskippen. Dann beides aufkippen. Gehen wir gleich rüber zum Wo ist er? Da oben. Der wäre auch fertig. So. LKW und geht los. LKW. Da haben wir ihn. So, Zeit. Wir haben noch 10 Minuten Zeit. Ich
habe heute ein bisschen aufgeräumt, umgeräumt. Bin noch nicht ganz fertig. Aber deutlich mehr Platz hier vorher. Der ist im Auto fast voll. Aber das ist kein Problem. Die Bretterfahrer sind so zu gut. Dann ist es also das da. Gehabt. Das ist ein Ding. Guck mal, ich kann das kein Grund sein, muss aber nicht. Ich bin der LKW. Gehört dir, ist gut. Das ist echt mal gekauft, mit dem Arzt zu kommen. Ja, ja. Dann haben wir Feld 60 fertig. Und dann schauen, ob der LKW gut sein muss. Reifer aussehen. Das heißt, die Drescher runterfahren und gleich Traktor holen. Wenn wir gleich Traktor holen, wird das eben machen. Wenn wir Raps einsehen, oder so. Oh, Hafer. Hafer wollten wir doch nicht, Hafer. Du sagst doch, Hafer. So, hängt so schief, ne? Achsen noch mal. Ich werde müde und er kann nicht schlafen. So. Anstellen. Rammen. Aus. Kontrolle machen. Ob ich flügen muss oder ruppern oder kalken oder dünn. Das weiß ich noch nicht. Feld 60. Wachstum ist klar. Abgeerntet ist auch. Hier müsste Kalk, aber das hat man ja sein. Ansonsten ist alles gut. Geflügelt muss nicht, aber dann werden wir gleich entsprechend rangehen mit der Sämaschine. Das heißt, wir nehmen einen großen Traktor. Nee. Wenn wir gleich umstellen, wo ich nicht höre, ist ja ganz wichtig.
Na gut gefüllt. Ganz gut. Oh, so tief. Für den Case. Gut, da können wir abhängen. Muss ich mal schauen, wo habe ich den hingekommen. Okay. Da haben wir gesehen. Ah. Wir fällt können wir auch nicht. Das ist okay. Ich schaue den gleich in die Garage rein. Da kommen wir nicht durch. Warum bin ich so müde? Ja, das ist typisch. So, mal gleich aufhören, mal Gras mal hin. Diese Hafe. Das ist immer schwierig, der Punkt zu können, wo man öffnen kann. Bin immer fix jetzt. Meistens. Mit Erfolg. Das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich auf Wiedersehen freuen. Dann seid mal Tschüss und bitte. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.